Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 25 von Shapes.io. Ja, wir haben letztes Mal schon teilweise was vorbereitet. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Wir hatten dieses Teil hier schon mal den gelben Kreis so ein bisschen angefangen. Da müssen wir weiter zusehen, dass wir den noch basteln, ne? Das würde ich sagen, machen wir noch im Intro, ne? Bis gleich. So, der Level, der läuft ja noch nicht rein. Hier sieht man, unsere Windmühlen sind jetzt noch nicht optimal, aber das lassen wir erstmal so laufen. Da bin ich erstmal mit zufrieden. Wir wollen das nächste schaffen und das haben wir hier irgendwo gebaut. Ja, ich glaube, hier, das ist es, ne? Genau, hier sind die gelben Teile und hier drunter sind die anderen Sachen. Hier ist der Kreis, den wir schon gebastelt haben und der Kreis muss jetzt eingefärbt werden. So, jetzt brauchen wir die Färbemaschine, die wir hier haben. Ne, da wird eine Farbe gemischt. Das ist nicht die richtige Geschichte. Das ist nicht die richtige. Hier ist eine Färbemaschine. Ja, die müssen wir jetzt kopieren. Haben wir auch eine andere Färbemaschine? Ne, das ist wohl schon die richtige Sache hier, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir wieder Steuerung und die Pfeiltaste und dann gehen wir hier runter. Dann gucken wir, wie weit wir müssen. Da kommen die Windmühlen rein. Ah, dann machen wir das schon mal so, glaube ich. Das passt dann schon. So, und dann Steuerung C. Der Spaß kostet 2000, wir haben aber 36, das geht also. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier kommen die Kreise her. Ah, die Maschine kommt hier so hin, ne? Ich hoffe, das passt. So, wo müssen die Teile zum Färben rein? Da, das heißt, das hier ist falsch, kann weg. Dann bedeutet das, das Förderband hier muss von da nach. Na, das machen wir jetzt mal nicht so, sondern so. So, und dann kommt hier die Farbe rein. Die gelbe Farbe muss da rein. Die war hier oben irgendwo. Da ist die gelbe Farbe. Geht das? Also, wir müssen erst das Band auswählen, dann klappt das auch mit den. So, jetzt ist die Frage, ich würde jetzt gerne wissen, kann ich das auch so machen, dass ich jetzt hier. Nein, da kann ich ja nichts auswählen. Leider muss ich das so machen, wie jetzt hier. Okay, das heißt, der auswählen. Naja, okay, dann haben wir jetzt mal aus Versehen was versetzt gehabt, aber kommen da noch so hin, ne? Gelbe kommen, das ist gut. Das heißt, die gelben Kreise kommen gleich hier raus. Jetzt müssen wir dann noch gucken, wo die Sterne demnächst gebaut werden. Da oben werden Sterne gebaut. Und rote Farbe gibt es da. Das heißt, die treffen sich nachher unten. Dann machen wir das so. Kurz einmal checken. Unsere Maschine gelbe Kreise macht. Ja, macht sie. Das ist schon mal gut. So, das heißt, wir brauchen jetzt Rot für den Stern. Und der Stern ist hier. Das Rot ist da. Das bedeutet den hier. Drehen. Machen wir das so? Ja, wir machen das so. Dann drehen wir den nochmal. Und dann drehen wir nochmal zweimal und machen die da auch noch rein. So, dann nehmen wir das und bauen das hier so hin. Und die roten kommen schon mal da. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier ist schon eine große Lücke, ne? Jetzt müssten wir nur die Seile färben. Das wäre wieder diese Maschine, ne? Gibt es da im C was drin? Ne, ne? Doch, da ist noch was gespeichert.
Das ist die Einfärbemaschine, oder? Die würde so rum sein. So, die Frage, wo muss ich abnehmen? Sehe ich natürlich nichts, ne? Abnehmen muss ich da unten. Okay, jetzt habe ich es weggedrückt, aber das ist nicht schlimm. Wir können es mit VR nochmal wiederholen. Ich sehe gerade nicht, wo ich die rauskriege. Ist das eine Färbemaschine? Ja. Das heißt, die kommen da unten raus. Das heißt, die müssten da oben rauskommen, wenn ich das so richtig sehe. Da oben wird eingefügt, ja. Nee, ich will jetzt hier nicht. Ich wollte eigentlich nur... Ich dachte, ich könnte mit der rechten Maustaste was hin und her schieben, aber dem ist nicht so. So. Das heißt, dies kommt jetzt mal hier so hin. Ich nehme da ab. Ich hoffe, das passt so. Die roten müssen dann da angeschlossen werden, oder? Wo kommt die Farbe? Nee, die Farbe kommt von hier. Das heißt, die müssen dahin. Ist ja wieder super tricky, ne? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, die roten gehen dahin. Das heißt, das hier ist erstmal über. Und... wir brauchen einen Tunnel, der von da rüber geht nach da. Und dann müssen wir den da anschließen. Und wir kommen von den hier unten den Sternen. So passt's, oder? Dann diese Teile. Und dann rotieren wir da dreimal und machen die noch dazu. So, jetzt müssten die schon rot werden hier, ne? Da kommen sie auch schon an, die roten Sterne. Das passt schon mal. Die roten Sterne müssen hier zu den gelben Kreisen. Und die sitzen am Ausgang hier unten. So, jetzt brauchen wir wieder so eine Stapelmaschine. Die ist wo? Hier ist eine Stapelmaschine. Dann kopieren wir die doch mal, oder? Die müssen wir von da kopieren bis nach da. Steuerung C. Die kostet uns 440. So, wo sind unsere Teile alle? Die gelben kamen da unten raus. Das wäre also so rum. Und die Sterne kommen da unten auch raus. Das heißt, spielt eigentlich fast keine Rolle. Nee, doch, spielt eine Rolle. Wir bauen sie so rum. Die Maschine. Das sollte gehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt wen auf wen setzen. Ich glaube hier müssen die roten ran. Wo ist diese Maschine, von dem wir eben gebaut haben? Stapelmaschine ist hier. Der weiße Kreis liegt unten. Das heißt, ja, genau so ist es. Haben wir richtig gemacht. Der Stern muss unten sein. Der kommt noch da, aber hier passt was nicht, oder wie? Ah, okay. Die kommen von da oben raus.
Die kommen von da oben raus. Die müssen dahin. So, da muss noch ein Tunnel hin. Dann laufen die da rein. So, das waren die Dingens. Jetzt brauchen wir die gelben Kreise, die es hier gibt. Also. Und die laufen da rein. Und von da kommen die nach da. So, das müsste dann das Richtige sein, ne? Wo kommen die fertigen? Da. So, und da muss jetzt noch ein weißer Kreis drauf, oder wie war das? Ja. Ne, weißer Stern. Ein weißer Stern. Stern haben wir hier. Das hatten wir ja schon gefunden, ne? Und die Farbe weiß müssen wir dann noch basteln. Aber ich würde sagen, wir... Ah, doch, komm, ein bisschen was können wir davon noch machen. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir weiß hier? Weiß war ganz viele Farben, ne? Oder? Müssen wir erst gelb und grün, grün und rot zu gelb machen. Und oh, das ist ja nicht so dolle. Haben wir hier noch Ressourcen? Das sind nochmal 7, ne? Das müsste eigentlich reichen. So machen wir das. Gehen hier einmal weg. Bauen da gerade einen Tunnel hin. So sieht's gut aus, oder? Bauen da so ein Teil hin. Sieht auch gut aus. Verschwinden diese beiden noch mit dem Tunnel da. Und kommen dann hier raus. So, da hätten wir schon mal die zwei. Diese Maschine, die beiden Farben in Gelb macht, müssen wir dann jetzt kopieren. Die ist hier. Hab wieder Mist gebaut gerade, ey. Ich hatte schon das Ding wieder ausgewählt, ne? Hier oben ist es auch noch falsch. So ein Shit aber auch. So, jetzt läuft die Maschine hoffentlich wieder, ne? So, diesmal kein Teil auswählen. Sondern nur kopieren machen. So hat es jetzt geklappt, ne? Ich glaube, das ist bis nach hier hin dann. Warte mal. Aber wir müssen ja weiß machen, ne? Ja, vielleicht machen wir die Maschinen gegen gleich. Ja, machen wir. Steuerung kopieren. Die sitzen wir hier in der Maschine. So passt das schon. Und dann ist das ja die gleiche Maschine nochmal. Steuerung V gedreht. Und die bauen wir jetzt einfach daneben, oder? So, jetzt muss das Rot noch darüber. Hätten wir mal andersrum den Tunnel bauen müssen. Naja, aber das ist jetzt auch halb so wild. Dann das Fließband. Und das Fließband da und das Fließband da. So, das haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch das Grün da dran. Das kriegen wir auch noch hier weg. Machen wir hier mit, ne? Der zeigt nach oben, ne? Dann machen wir erstmal hier D.
diese 3. Dann machen wir einen Dreh nach da. Dann nochmal einen Dreh nach da. Und dann nehmen wir die 3 noch dazu. Und hier gehen wir jetzt so vorbei. Und gehen dann noch hier. So, dann sollten die kommen und dann sollte das ja ein Gelb schon mal geben. Da kommen die Gelben, wunderbar. Die Gelben müssen wir jetzt direkt wieder da anschließen, ne? Weil die brauchen wir ja da. Und dann müssten die Gelben noch mit Blauen kombiniert werden. Jetzt ist die Frage, wo Blau? Blau ist hier. Kriegen wir also auch hin. Machen wir die mal schon mal so. Zweimal rotieren. Noch einmal rotieren und diese 3 da lang. Ja, das war falsch. So, wo muss das Blaue jetzt hin? Wo ist unsere Maschine da? Gut, das reicht, glaube ich, ne? Band auswählen. Und von da nach da. Und da müssen wir Weiße rauskriegen. Wenn sie denn jetzt kommen. Und da kommen die Weißen. Wunderbar, die weiße Farbe ist da. So, wenn die weiße Farbe da ist, brauchen wir dann nur noch ein Sternchen. Und wenn das Sternchen müssen wir dann... Ne, war doch ein Sternchen, ne, oder? Ja, dann müssen wir das Sternchen jetzt noch kriegen. Wo war Sternchen? Hier irgendwo war Sternchen auch, oder? Da. Sternchen muss danach da und dann gefärbt werden. Aber das Sternchen machen wir definitiv in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier läuft es ganz schlecht. Da müssen wir demnächst mal unbedingt bei. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Bis dann. Ciao.